Ich habe es gestern gar nicht erst weiter versucht, Sven. Ich hab das Scav ran gemacht und dann bin ich raus. Dann konnte ich den Scav nicht leer machen. Dann kam eine Fehlermeldung. Wenn ich das Spiel neu gestartet habe, war zum Glück wieder das Scav da. Aber ich konnte ihn wieder nicht leer machen. Und Klaus hat auch schon von zig Fehlermeldungen berichtet, dass er beim Rausgehen aus dem Raid permanente Fehler hatte. Ich habe es dann sein lassen. So sieht's aus, Thomas. Ja, und ich wollte euch gestern dann, also ich wollte es euch dann nicht noch antun, so ein Hickhack mit dem, wir starten mal wieder Tarkov, dann hören wir mittendrin wieder auf, spielen was anderes, weil Tarkov wieder nicht funktioniert oder so. Das wollte ich euch ersparen. Ein Beutel hat wohl Tarkov gestreamt. Kommt das denn? Und? Wie hat er sich geschlagen? Das Maul gekriegt? Wieder die Schnauze voll für die nächsten Monate? Oder ging's gut? Und das Doofe ist immer, dass ich mich halt selber höre beim Reden jetzt. Also nicht jetzt, schon immer eigentlich, seitdem ich das kleine Mischpult habe, wo alles drinsteckt. Ich kann es aber auch nicht abstellen. Es ist halt so. So, GTA. Fremde auf dem Grundstück. Macht das, Svenny. Was aufgeregt. Danke, Sven.
Saliva, Saliva. Also, wo springen die denn hier drüber, sag mal? Ich hoffe, jetzt habe ich mal ein bisschen Ruhe hier. Mensch, was ist denn hier nochmal los? Man hat hier nicht mal seine Ruhe. Keine 5 Minuten Ruhe. Da war der dritte Svenny. Mann.
Kommt aus der Trube gar nicht mal raus. Alle Hände voll zu tun, Mann. Ach so. Sowas. Da hat meine Lieblings-Shotgun. Klopapier brauche ich auch. So Jungs, dann mache ich mich mal aus dem Staub. Mit Saliva, Saliva. So, Outskirts oder Bridge Extraction? Ich glaube, Brücke hört sich gut an, ne? War das jetzt meine Granate, die jetzt erst explodiert ist, aber eine Stunde später?
natürlich doof jetzt, weil... Nicht, dass der jetzt zu unserem Taxi an der Brücke läuft. Ja, irgendwie schon, ja. Ich habe Schritte gehört. Kommt. Alter! Das kann jetzt nicht dein fucking Ernst sein, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Hat er mich noch weggemacht?